Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Pippi! Hey, guckt mal, was ich hab. Hui, ich hab hier Strandspielzeug. Und heute spielen wir im Sand. Wow, wow. Okay, als erstes ziehen wir unsere Schuhe aus. Der Grund, warum ich sie ausziehe, wow, ist, weil Sand sich so gut anfühlt an meinen Füßen. Wow. Jetzt mein anderer Schuh. Ah, ja. Ah. Okay, ich lasse meine Schuhe gleich hier. Und ich nehme die Tüten. Komm, wir gehen weiter im Sand. Ich freue mich so, euch zu zeigen, was für Strandspielzeug ich habe. Ha, sieht das wie ein guter Ort aus? Ich glaube schon. Okay, guckt mal. Ich liebe das Gefühl an meinen Füßen. Okay, ich habe eine Tüte, zwei Tüten und drei Tüten. Okay, mal schauen, was hier drin ist. Okay, in der ersten ist ein grün-blaues Spielzeug. Wir werden gleich damit spielen. Und dann... Wow! Hier ist noch so viel Spielzeug drin, wie die Schaufel und... Die hier, ein kleines Boot. Und mehr cooles Spielzeug. Okay, alles klar. Mal sehen, was in der zweiten Tüte ist. Wow! Tüte Nummer 2 beinhaltet einen riesigen Kipplaster. Wow! Der Kipplaster hat die Farben Rot, Gelb und Orange. Okay, wir füllen hier später Sand rein. Hier so, aber noch viel mehr. Okay, und viel mehr Spielzeug. Ein rotes und ein pinkes und ein kleines. Das ist lustig. Und eine Schaufel. Guckt euch die orangene Schaufel an. Okay, und die letzte Tüte beinhaltet... Ich freue mich so zu sehen, was in der Tüte ist. In der Tüte ist... Wow, ein Flugzeug. Wow. Und ein gelber Eimer. Und eine rote Schaufel. Und noch mehr. Okay. Wir sollten den Kipplaster nehmen. Kommt mal her. Komm her. Okay, stellen wir den Kipplaster ab. Okay, ich brauche eine Schaufel. Kommt mit. Sollen wir diese große Schaufel benutzen? Oder diese orangene kleine Schaufel? Nehmen wir die orangene, weil das die Farbe meiner Hosenträger ist und meiner Fliege. Kommt mit. Der Sand fühlt sich so gut in meinen Händen an. Guckt mal ganz nah. Wow! Wow! Meine Hände und Füße. Es fühlt sich so gut an. Wow. So, alles klar. Schaufeln wir eine große Ladung hinten in den Kipplaster. Seht ihr? Okay. Zählen wir zusammen. Erstmal leeren. Eins... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
noch einer? 11! Oh ja! Guckt, oh, es ist so schwer! Wow, guckt mal hier! Oh. Okay, schütten wir es zusammen aus. Kommt hier entlang. Oh, wie wäre es hier? Okay, genau hier. Bereit? Piep, 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 piep. Ja, das war super. Holen wir noch mehr Spielzeug. Folgt mir. Okay, guckt mal all das Spielzeug. Mal schauen, was da noch... Wow. Guckt mal das hier. Wow. Wie ich vorhin gesagt habe, ist das hier blau und grün. Okay, mal schauen. Oh, guckt mal. Ich glaube, das muss oben drauf. Und dann muss da Sand drauf. Kommt mit. Stellen wir es dahin, wo die Schaufel war. Okay. Vielleicht musst du davon später eine Nahaufnahme machen. Aber ich hole erstmal die riesige Schaufel von vorhin. Ja, okay. Kommt hierher. Okay, ihr kommt dahin. Aus dem Weg, Spielzeug. Die Schaufel muss durch. Das sind die Tüten von vorhin. Okay, auf einen Haufen. Okay, super. Jetzt habe ich die Schaufel. Schaufeln wir mehr Sand? Guckt mal hier. Wow, wollt ihr das nochmal sehen? Wow! Okay, schütten wir welchen hier rein und dann kannst du eine Nahaufnahme machen. Bereit? Wow! Wow, habt ihr das gesehen? Noch einmal. Oh, schüttel, schüttel, schüttel. Na los! Geh schon durch. Vielleicht brauchen wir trockenen Sand. Jetzt geht's los. Wow! Habt ihr gesehen, wie schnell das war? Jetzt hole ich mal einen Eimer und fülle ihn mit Wasser. Und wir versuchen das nochmal mit Wasser. Oh, schaut, wir haben es zum Wasser geschafft, aber ich habe keine Badesachen an. Also krempel ich meine Hosen hoch, damit sie nicht nass werden. Nur ein paar Mal krempeln, genau so. Okay, und da auch. Okay, ich bin bereit, uns Wasser zu holen. Kommt mit. Wow. Macht euch bereit für eine Welle und ich hol Wasser. Wow, hier kommt eine große. Oh, ich hab Wasser. Guckt mal. Wow, seht ihr? Das brauchen wir. Wir müssen es ins Spielzeug kippen. Okay, jetzt wo wir einen Eimer Wasser haben, will ich sehen, was passiert, wenn man hier Wasser reinschüttet. Wisst ihr, wie das sich dreht, wenn man Sand reinschüttet? Genau, mal sehen, ob sie sich auch drehen, wenn wir da Wasser, welches wir aus dem Meer haben, reinschütteln. Wie sieht das aus? Könnt ihr das sehen? Ja? Okay, los geht's. Oh, es klappt. Okay, drehen wir das kurz. Bereit? Los geht's. Ja! Ja! Es funktioniert. Wow! Es war so lustig, mit euch mit dem Strandspielzeug zu spielen.
So, und wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Japp, sucht einfach meinen Namen. Wisst ihr, wie man meinen Namen schreibt? Ja, schreiben wir ihn zusammen. Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi! Genau, das ist mein Name. Gut gemacht und bis bald. Tschüss! Wow! Hey! Ich bin's, Blippi. Wir sind heute im Priest Point Park in Olympia, Washington. Und ich mache eine Wanderung. Ich liebe Wandern, denn man ist dabei draußen in der Natur. Hey, apropos Wandern. Ich habe keinen Wanderstock. Ob sich einer finden lässt? Seht ihr irgendwo einen? Oh, hey! Seht mal da! Das ist der perfekte Wanderstock. Erstaunlich! Er ist so glatt, denn da ist keine Rinde dran. Ja, und definitiv werde ich davon keine Splitter kriegen. Wow, seht nur, das ist ein einzigartiger Stock. Er hat viele knorrige Stellen. Ja, yeah. Wow! Das ist ein richtig cooler Stock. Okay, wir testen ihn mal. Wahnsinn! Und er ist wirklich stabil. Okay, dann gehen wir wandern. Wow! Wow! Seht mal da! Wir haben was gefunden. Wow, könnt ihr es sehen? Das sind Klappmuscheln. Ja, könnt ihr sie auch sehen? Wow! Sie war einmal vollständig geschlossen, so wie jetzt. Und da war auch mal eine Muschel drin. Aber nun ist sie leer. Wohin ist denn die Muschel verschwunden? Moment mal. Seht ihr das? Das ist ein Hinweis. Hier sind Federn. Ja, seht, Vogelfedern. Moment mal. Ich frage mich, was ein Vogel genau hier zu suchen hatte. Ja, vielleicht hat er zu Mittag gegessen. Okay, nun, ich nehme mir eine dieser beiden Federn und mach sie in meinen Rucksack. Und später zeige ich euch was richtig Tolles. Und eine Klappmuschel mache ich auch in meinen Rucksack. Und dann wandern wir weiter. Haha. Okay, na los. Oh, ausreichend trinken. Wow, seht mal diese Pflanze. Diese Pflanze heißt Farn. Wow, eine wunderschöne Pflanze. Sieht so cool aus. Oh, hey, da liegt einer ihrer Wedel. Ja, Farnblätter heißen Wedel. Ich hab eine Idee. Wir nehmen das mit und nutzen es später für eine richtig coole Sache. Ich pack's mal schnell in den Rucksack. Hier hinein, den Rest seht ihr dann später. Okay, dann kommt mit, na los! Wow, seht mal da! Wow, ein alter Baum! Ja, er stand einmal aufrecht und dann fiel er um. Wow, und wenn Bäume umfallen, verrotten sie und bieten dann eine großartige Möglichkeit für Insekten. Ja, und kleine Tiere, sich dort einzunisten. Könnt ihr sie sehen? Ja, Insekten lieben es, alte Bäume zu fressen. Ja, denn dadurch gelangen neue Nährstoffe in den Boden. Wow, hey, apropos Insekten. Seht ihr dieses hier? Wow, das ist ein Grashüpfer. Hallo, Grashüpfer. Hey, ich hab da was richtig Cooles in meinem Rucksack. Ich hab eine sogenannte Becherlupe. Wo steckst du? Becherlupen sind großartig. Man sieht Insekten damit ganz nah. Und der allererste Schritt ist, sie aufzumachen. Jetzt hab ich's gleich. Und dann darf der Grashüpfer hineinspringen. Los, Kleiner. Komm. Oh. Na los, nur rein mit dir. Ja, perfekt. Oh, wow. Der Grashüpfer ist jetzt drin. Und wenn ich das schließe, kann ich durch die Lupe sehen. Wow, und ihn ganz nah sehen. Wow,
Seht euch das an! Wow! Wow! Was für ein schönes, kleines Insekt! Okay, wir sollten es besser hier lassen. Okay, Grashüpfer, komm raus! Oh, geh zurück nach Hause. Alles klar. So, das kommt hier rein und ich gehe weiter. Bis bald! Ich werde so müde auf meiner Wanderung. Wenn ich einatme, atme ich Sauerstoff ein. Und ich atme Kohlendioxid aus. Ein Sauerstoff, aus Kohlendioxid. Aber hey, wisst ihr was? All diese Pflanzen, Bäume, Büsche und Sträucher, alle atmen sie, ja, Kohlendioxid ein. Was atmen sie aus? Sauerstoff. Sie atmen Kohlendioxid ein? Und was kommt raus? Sauerstoff. Ist das nicht cool? Wir sind das Gegenteil davon. Wir atmen aus Kohlendioxid. Und genau das atmen sie ein. Und dann atmen sie was aus? Sauerstoff. Und wir atmen Sauerstoff ein. Yeah! Wir sind ein tolles Team. Hey, seht euch das an. Seht ihr das hier? Das sind Tannenzapfen. Wie viele Tannenzapfen seht ihr? 1, 2, 3 Tannenzapfen. Tannenzapfen sehen so cool aus. Wow. Hey, Streifenhörnchen lieben Tannenzapfen, weil kleine Samen drin sind, die sie schnappen und dann essen. Tannenzapfensamen. Okay, ich werde das für später einpacken. Ja, für die coole Sache, die ich schon erwähnt habe. Okay, lasst uns weitergehen. Ich sehe etwas richtig Cooles. Ich sag euch, was es ist. Ich sehe die Hälfte eines Baumes. Seht ihr sie? Ja, die Hälfte eines Baumes. Yeah! Seht euch das an. Das war einmal ein ganzer Baum. Ja, aber jetzt ist das nur noch die Hälfte eines Baumes. Oh, das ist cool. Hey, das hat doch richtig Spaß gemacht. Ja, wenn ich etwas sehe, dann sage ich, ich sehe etwas. Und dann müsst ihr versuchen, es zu finden. Hier kommt das Nächste. Ich sehe etwas Rotes. Könnt ihr es sehen? Oh, ja. Seht. Wow, ein Schmetterling, seht ihr? Ein roter Schmetterling? Wow, hey, roter Schmetterling. Wie geht es dir heute? Hast du Spaß daran, nur herumzusitzen? Schmetterlinge sind so wunderschön. Okay, wir lassen ihn in Ruhe. Alles klar. Bye, bye, Schmetterling. Okay, und weiter geht die schöne Wanderung. Hey, seht euch das an. Ich habe einen richtig guten Baum zum Klettern gefunden. Wow. Whee. Man muss sehr vorsichtig sein beim Herumklettern. Wow. 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 Was ist das? Ich sehe etwas. Ich sehe den Strand. Wow. Wow. Ich liebe den Strand. Wow. Ich liebe den Sand. Ja, und ich liebe auch die Möwen. Ja, wow, ich genieße es, am Strand zu sein und das den ganzen Tag. Oh, wartet mal kurz. Was ist das? Das hat hier nichts zu suchen. Das ist Restmüll. Buh,
Müll am Strand? Ich fass es nicht. Das ist so schade. Dieser Strand ist die Heimat vieler Lebewesen. Und wir sollten die Erde sauber halten und pflegen. Ja, willst du ein schmutziges Zuhause? Nein, ich will das nicht. Hey, ich habe eine Idee. Lasst uns gemeinsam den Strand säubern. Das klingt nach Spaß. Bereit? 3, 2, 1. Wow! Seht euch das an. Ich habe einen Restmüllsack. Yeah, da kommt dann der ganze Müll rein. Und dann habe ich einen Müllgreifer. Ja, wie eine Kralle. Okay. Ich hebe jetzt dieses Teil auf. Alles klar, ich benutze diesen Greifer, weil ich das auf keinen Fall anfassen will. Ich habe keine Ahnung, wo das vorher war. Okay, es geht los. Okay, ich sehe Muscheln, die sollen auch hier sein. Oh, das sollte nicht hier sein. Das sieht aus wie eine Limo-Dose. Ja, eine Limo-Dose. Alles klar, wir packen sie rein. Perfekt. Wir haben schon zwei Müllstücke gesammelt. Oh, wartet mal. Hier ist noch etwas. 1, 2, 3. Unser drittes Stück Müll ist das. Weiter geht's. Haha, ich bin so froh, dass wir diesen Strand aufräumen. Da ist noch etwas. 1, 2, 3, 4. Das vierte Müllstück ist hier drin. Oh, noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier? Ja, 6. Wir haben 6 Müllstücke gesammelt. Gut gemacht. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Strand ist so dreckig. Hier ist unser letztes Stück. Also gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Müllstücke sind das. Gut gemacht. Uhuhuhu. Das hat so Spaß gemacht, den Strand zu säubern. Alles klar, das werfen wir hier in den Mülleimer. Bye, bye, Müll. Gut gemacht. Ich hole jetzt meinen Wanderstock zurück. Dann können wir weiter wandern. Uhuhuhu. Da ist er. Jetzt bin ich bereit. Das hat so viel Spaß gemacht, mit euch wandern zu gehen. Wir haben so viel gelernt, zum Beispiel über Pflanzen. Und dann das Suchspiel. Ja, ich sehe was. Das war richtig toll. Hey, da waren sogar ein paar Insekten. Oh, ja, aber am wichtigsten war doch bestimmt die Strandsäuberung, oder? Gut gemacht. Hey, wisst ihr noch vorhin unsere Fundstücke? Ja, da war dieser Farn. Yeah, ich werde euch was richtig Cooles damit zeigen später. Dann war da noch diese Muschel. Ja. Und dieser Tannenzapfen. Und wir haben diese Vogelfeder. Wow. Okay, ich lege das hier hin. Okay, also dieser Stock war bisher mein Wanderstock. Den lieben langen Tag, das war toll. Aber jetzt wird er gleich ein sogenannter Reisestock werden. Ja, die Ureinwohner von verschiedenen Ländern haben sie gemacht, diese Reisestöcke. Sie sammelten Dinge auf ihren Wanderungen und Reisen. Und dann klebten sie sie auf die Stöcke in chronologischer Reihenfolge als Erinnerung, wo sie schon waren. Das machen wir auch. Wir nehmen diesen großen Farn und legen ihn drauf. Ich habe sogar eine orangefarbene Schnur. Ja, die nehme ich zum Umwickeln. Perfekt. Das sieht gut aus. Wow, ziemlich cool, oder? Okay, wow, das sieht so cool aus. Ja, wie ein Stock mit einem Farn drauf. Okay, was noch? Oh ja, wir haben die Muschel. Etwas knifflig, sie zu befestigen, aber ich denke, wir schaffen das.
geschafft. Seht ihr das? Yeah, das sieht echt gut aus. Und dann haben wir diesen Tannenzapfen. Der kommt hier unter die Muschel. Genau so. Und dann kommt das hier drumherum, damit es gut festhält. Oh, alles klar, wir sind fast fertig. Hier ist der Farn, die Muschel, der Tannenzapfen und zu guter Letzt die Feder. Okay, ich setze sie ganz nach oben. Genau hier. Seht ihr das? Alles klar, seht's euch an. Wie sieht das aus? Wow! Nun, das ist das Ende dieses Videos. Ich hatte so viel Spaß mit euch zu lernen. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye-bye. Hey, ich bin's, Blippi. Und heute sind wir im Fantastic Playtorium im Elderwood Einkaufszentrum in Linwood, Washington. Los geht's. Spaß! Hey! Okay, bevor ich spielen kann, muss ich meine Schuhe ausziehen. Einen Schuh. Hey, schaut mal meine Schuhe an. Zwei Schuhe. Eins, zwei. Alles klar, los geht's. Hey, High Five! Okay, kommt mit. Was ist das da drüben? Boah, kannst du mir zeigen, wie man das macht? Sie rutschen die Rutsche runter. Boah, gut gemacht. Ohoho. Okay, du bist dran. Du kannst rutschen. Oh. Alles klar, ich bin dran. Oh. Oh. Es gibt hier so viele tolle Sachen zu sehen und zu tun. Oh. Wow, was ist das? Wow, man kann da durchgucken. Oh. Hey, sehen? Das ist einer unserer fünf Sinne. Seht ihr meine Augen? Genau, schaut mal. Oh. Kann ich das auch? Oh, klar kannst du das. Was siehst du? Man tut es auf seine Augen. Oh, klasse. Schaut euch die an. Guckt mal. Ich setze diese Brille auf mein Gesicht. Schaut mir zu. Auch mal ausprobieren? Klar. Seht ihr, Brillen helfen manchen Menschen zu sehen. Okay. Es ist lustig. Wow. Kommt, wir spielen mehr, damit wir noch mehr über die fünf Sinne lernen können. Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade diese Bälle aus der orangenen und blauen Kanone geschossen. Oh, oh, schaut mal. Oh. Ich frage mich, was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke. Schaut, Luft wird von unten nach oben gedrückt und lässt diese Bälle in der Luft schweben. Das ist klasse! Oh, was
das. Schaut, es ist eine orangene Socke. Hm. Socken stinken manchmal. Und manchmal riechen sie gut. Wenn sie frisch gewaschen sind, natürlich. Kommt, wir riechen die Socke. Oh, Jemand muss die Socke gerade getragen haben. Hey, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir Raumspray verwenden. Dann riecht sie gut. Ah, so frisch. Ich liebe den Geruchssinn, weil man so den Tag genießen kann, sogar mit geschlossenen Augen. Was rieche ich da? Oh, ich rieche eine Blume. Und was rieche ich jetzt? Genau, ich rieche leckeres Essen. Alles klar, kommt, wir spielen noch mehr. Diese Kugel war klasse. Oh, hey, schaut mal da. Es ist leckerer Saft. Hm. Lecker. Ich liebe Saft. Und schaut mal. Hier ist Obst. Öffnen wir es mal. Alles klar. Hm. Super lecker. Hey, habt ihr euch jemals gefragt, warum Essen manchmal so gut und manchmal so schlecht schmeckt? Das ist, weil wir einen Mund haben, mit dem man Dinge schmecken kann. Das ist einer unserer fünf Sinne. Ich liebe leckere Sachen. So wie Saft und gesundes Obst. In Ordnung. Kommt, wir spielen mehr. Los geht's! Mit. Oh, alles klar. Ich muss balancieren. Oh, ich halte mich hier fest, sodass ich mein Gleichgewicht gut halten kann. Oh. Und wow, was sind die da? Oh, ein süßes kleines Kuscheltier. Oh, es ist so weich. Hey, wenn ich dieses Tier berühre, verwende ich einen meiner fünf Sinne. Genau, den Tastsinn. Wenn man etwas anfasst... Oh, so weich. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist, aber sie haben meine zwei Lieblingsfarben. Wir haben einen orangenen Ball und einen blauen Ball. Die fühlen sich komisch auf meinem Gesicht an. Alles klar, kommt, wir gehen wieder spielen. Oh, was ist das? Schaut mal, es ist blauer Schleim. Oh, guckt mal. Fühlt sich so glitschig an, wenn ich ihn mit meinen Händen berühre. Genau, erinnert ihr euch? Der Tastsinn ist einer eurer fünf Sinne. Man kann seine Hände verwenden, um Dinge zu ertasten und zu erfühlen. Genau wie diesen Schleim. Seht ihr, wie meine Hände durch den Schleim gehen? Es fühlt sich so komisch an. Okay, das reicht jetzt. Alles klar. Jetzt können wir weiterspielen gehen. Alles klar, kommt mit.
Oh, schaut euch das an. Kommt her. Es ist ein pinker Ball mit Spitzen. Oh, habt ihr das gehört? Er macht Geräusche. Oh, apropos. Schaut mal. Ich habe drei Dinge. Und hey, wenn man Geräusche hört, hört man sie mit den Ohren. Genau. Und das ist einer unserer Sinne. Dinge hören können. So wie das hier. Genau. Ich habe diese Klingel gehört. Und eine Pfeife. Hört mal. Oh, und ein Musikinstrument. Hört mal zu. Alles klar, na mal sehen. Welches Lied soll ich spielen? Ich weiß, das Baggerlied. Ich bin ein Schaufelbagger. Schaufel jeden Tag, grabe Löcher und frag mich, was ich wohl find. Ein Erderkunder, ich bin ein Schaufelbagger. Könnt ihr nicht sehen, ich hab keine Zehen. Ich roll auf Ketten, so komm ich zum Ziel. Ich bin ein Schaufelbagger. Zu spielen. Ich bring's euch bei. Ihr müsst nur so euren Arm hochheben, so wie der Arm des Baggers, und anfangen zu schaufeln. Das macht Spaß. Ich hab ne Fahrerkabine, wo der Fahrer sitzt. Der steuert den Bagger, wenn er schaufelt und gräbt. Ein Löchergraber, ich bin ein Schaufelbagger. Ich arbeite den ganzen Tag. Schläfst du denn nie? Keine Zeit für Schlaf. Ein Schaufelbagger, Schaufelbagger. Hey, Dreck, mach dich vom Acker. Ich bin ein Schaufelbagger, Schaufelbagger, Schaufelbagger. Ich liebe es, Dinge hören zu können. Na gut, lasst uns spielen gehen. Und mehr Sachen hören, während wir spielen. Na los! Kannst du da drauf klettern? Wow, gut gemacht! Wow, wow, was ist das? Guckt mal, wow! Ein Ball mit Stacheln! Oh, oh. Seht ihr diesen Ball? Er ist richtig groß und hat Stacheln. Wir schauen die Farben an. Das ist grün und gelb. Pass auf. Oh, guckt mal, ein Drehding. Alles klar. Willst du drauf sitzen?
In Ordnung. Los geht's. Oh, ui. Ja, gut gemacht. Okay, jetzt sitzt mal so. Setz dich so hin und halt dich fest. Festhalten. Oh, ui. Oh. Alles klar, na bitte. Oh wow, schaut mal. Willst du da drauf? Oh, oh, oi. Wow, okay. Ich gehe hier lang zurück. Ich bin beim Höchsten. Wisst ihr, welche Farbe das ist? Genau, das ist gelb. Kommt mit. Passt hier auf. Wo gehen wir hin? Zeigt mir den Weg. Na los. Oh, es ist ein Trampolin. Alles klar, springen wir auf dem Trampolin. Oh, schaut mal, wie ich springe auf dem Trampolin. Oh, das macht so viel Spaß. Na los. Kommt mit mir. Was ist das? Es ist ein Affe? Okay, okay, kommt mit. Okay, alles klar. Rutschen wir die Rutsche runter. Tschüss. Okay, ich bin dran. Es hat so viel Spaß gemacht, über unsere fünf Sinne zu lernen. Geschmack, Geruch, Sehen, Hören und Fühlen. Na, vielen Dank an das Fantastic Playtorium, wo der Spaß für Kinder nie aufhört, die dieses Video möglich gemacht haben. Und das ist das Ende des Videos. Und wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr einfach meinen Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Tschüss. Hey, ich bin's, Blippi. Seht ihr das hinter mir? Ja, das sind gelbe Fahrräder. Und heute bin ich in Tenino, Washington. Und wir werden mit diesen gelben Rädern die ganze Stadt erkunden. Haha, los geht's. Wow. Whee. Okay, bevor ich auf dieses Rad steige, sollte ich wohl meinen Helm aufsetzen. Denn Sicherheit geht vor. Und los geht's. Okay, jetzt erkunden wir diese schöne Stadt.
Oh, hey! Wie wäre es, wenn wir die Teile des Fahrrads lernen? Okay, wie ihr wisst, trage ich einen Helm. Das ist Fahrradteil Nummer 1. Naja, es ist nicht am Fahrrad dran, aber wenn man damit fährt, dann zieht man auch einen Helm auf. Und das hier ist die Lenkstange, genau hier, der Fahrradlenker. Seht ihr? Das ist das, woran man sich beim Fahren festhält und dann lenkt, genau wie ein Lenkrad in einem Auto. Whee! Whee! Und das gelbe Teil ist der Rahmen. Der hält hier dann alle Teile des Fahrrads zusammen. Das ist der Sitz. Das ist also die Stelle, auf der man dann sitzt. Und dieser Sitz ist sehr weich und gepolstert. Das macht ihn schön bequem. Dann haben wir zwei Felgen und Reifen. Und seht ihr? Das sind die Pedale. Wenn ihr die dreht, dann dreht sich auch das Hinterrad. Ich zeig's euch. Es dreht sich. Wohoho! Um zu bremsen beim Fahrrad, benutzt man die Pedale so. Bereit? Achtung! Also, ihr tretet vorwärts, so rum mit den Pedalen. Ja, yeah. Gegen den Uhrzeigersinn von eurer Seite, aber dann im Uhrzeigersinn von meiner Seite. Also, wenn ihr vorwärts tretet mit den Pedalen, fährt das Fahrrad vorwärts. Und wenn ihr rückwärts tretet, in diese Richtung, dann wird das Rad anhalten. Manche Fahrräder haben Bremsen am Lenker, gleich hier oben, aber nicht dieses. Seht mal, hier hinten könnt ihr Sachen befestigen. Da ist eine kleine Fläche für den Einkauf oder Pizza oder für Gemüse oder... keine Ahnung. Alles klar. Ah, ich setze lieber meinen Helm wieder auf. Dann können wir die Erkundung fortsetzen. Oh, was für eine coole kleine Stadt. Okay, und los geht's. Wow, seht ihr, wie ich mit diesem Fahrrad auf Gras fahre? Es ist eigentlich für Gehwege und Straßen gedacht und für Wege, die sehr flach sind. Das ist ein Straßenfahrrad. Aber es gibt auch andere Fahrräder, wie Mountainbikes, die viel besser für unebenes Gelände wie dieses geeignet sind. Okay. Das hier ist der Quarry Pool. Hey, ich zeig euch mal, wie es da aussieht. Ein Pool in einem Steinbruch. Gehen wir mal dahin. Wow, das war mal ein großer Berg, der bis hierher reichte. Die Leute haben ihn vor langer Zeit abgetragen. Der Pool ist etwa 100 Fuß tief, also etwa 33 Meter Tiefe. Ja, man kann den Boden nicht berühren. Wow. Wow. Tatsächlich kann man hier auch schwimmen gehen. Wow. Da drüben ist ein Wasserfall. Das ist definitiv ein lustiger Ort zum Schwimmen. Wow. Wow. Oh, ich glaube, mein Rad ist kaputt. Oh. Wow. Hey. Perfekt! Diese Stadt hat einen Fahrradständer mit einer Menge Werkzeug dran. Okay, als erstes müssen wir das Fahrrad hier draufstellen. Oh, perfekt! Wow, ha, seht doch mal! Whee! Es macht gerade einen Wheelie. Whee, whee. Aha, alles klar, genug gespielt. Wir müssen an die Arbeit und das Rad reparieren. Seht euch das an. Hier haben wir einige Inbusschlüssel. Und dann ist da noch ein kleiner Schlitzschraubendreher. Wir haben einen Phillips- oder Standard-Schraubendreher. Sogar einen Schraubenschlüssel. So viele Werkzeuge. Aber ich glaube, das Problem ist, der Reifen ist platt. Also nehmen wir das mal ab und füllen den Reifen wieder auf. Steckt es hier drauf und dann pumpen wir ihn wieder auf. Oh, perfekt.
Und jetzt geht es weiter mit der Tour. Wuhuhuhu. Hey, das ist die perfekte Zeit für den Werkzeugsong. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Ein Schraubenschlüssel macht klack, klack. Hörst du den Hammer hämmern, bum, bum, bum. Ein Bohrer bohrt Löcher, bzz, bzz. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Ja, es rumst und quietscht, knirscht und klingt. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Es macht Bumm und Bamm, klirrt und zischt. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Schneiden Kabel mit ner Zange, schnipp, schnipp. Papier schneiden mit der Schere macht schnapp, schnapp. Wenn man Werkzeug benutzt, sei bloß vorsichtig. Trag feste Handschuhe und hab eine Brille auf. Liebe Kinder, wenn ihr Werkzeug benutzt, hört immer gut euren Eltern zu. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Werkzeug benutzt, wird es manchmal nicht laut. Ja, es rumst und quietscht, knirscht und klingt. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Es macht Bumm und Bamm, knirscht und zischt. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal nicht laut. Wow, seht euch das an. Wir sind in einer Steinbildhauerei. Hier kann man Schnitzereien kaufen. Hey, wer bist du? Wie heißt du denn? Wyatt. Wyatt, und was machst du hier? Ich meißle Stein. Er meißelt Stein. Oh, du nimmst also den Meißel? Ja. Und dann nimmst du den Hammer und schlägst drauf? Ja. Wie Hammer und Nagel. Jetzt geht's los. Wow, sieh dir das an. Alles klar, jetzt bist du dran. Oh, du willst es ausmalen? Okay. Ich nehme Rot. Wow, das ist großartig. Kann ich mich mal umsehen in eurem Laden? Natürlich. Alles klar, dann los. Wie geht's euch? Mir geht es gut. Wunderbares Wetter heute. Und wie heißt ihr beiden? Ich bin Ian Williams. Ich bin der Vater von Wyatt da drüben. Ich bin Keith. Oh, wie cool. Schön, euch kennenzulernen. Keith, willst du mich herumführen? Also, wir haben hier an der Wand verschiedene Artikel für unsere Kunden. Anscheinend haben Wyatt und seine Crew das alles hier aus Stein geschlagen mit diesem Hammer und diesem spitzen Metallding. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Wow, seht euch das an. Wonach sieht das aus? Sieht aus wie ein Apfel, aber er ist aus Stein gemeißelt. Das ist echt cool. Also, lasst uns weiter die Stadt erkunden, okay? Yeah! Wir sind jetzt bei der Feuerwache angekommen. Weißt du, welche Fahrzeuge es bei der Feuerwehr gibt? Ja, sie haben Krankenwagen. Sie haben Feuerwehrautos. Hey, seht euch die an. Wow, die sind so cool. Wow. Wow, da ist ein echtes Feuerwehrauto am Blinken. Wow.
Wow, hey, kommt mit! Hey, was passiert hier? Wir haben einen Feuerwehreinsatz. Es gibt einen Feuerwehreinsatz, da braucht jemand Hilfe. Darf ich mit dabei sein? Aber sicher, Blippi. Okay, alles klar. Das heißt, wir dürfen jemandem helfen. Und wir fahren zu einem Feuerwehreinsatz. Hey, das Wichtigste zuerst. Sicherheit geht vor. Ich muss mich zuerst anschnallen. Okay, jetzt wo ich angeschnallt bin, mache ich mich bereit für unseren Feuerwehreinsatz. Ich lege jetzt den Gang ein und dann können wir erst raus, wenn ich die Bremse gelöst habe. Aber jetzt können wir losfahren. Alles klar, lasst uns jemanden retten. Okay, jemand braucht unsere Hilfe. Also, wir kommen. Seht euch das an! Ihr habt bestimmt schon mal ein Polizeiauto gesehen, aber das hier ist ein Polizeitruck. Okay, dann parke ich mal eben genau hier auf dem Rasen. Alles klar. Und jetzt könnt ihr den Rest der Stadt erkunden. Kennt ihr noch das gelbe Rad? Also gut, es ist eine tolle Art, die Stadt zu erkunden und gut für die Umwelt. Okay, und los geht's. Hey, Moment! Warum bewege ich mich nicht? Oh, da drüben ist es! Also gut, jetzt geht's los! Hallo! Wow, der Bürgermeister! Das ist super! Weiter geht's! Wow! Das hat so viel Spaß gemacht, dieses Fahrradabenteuer mit euch in Tenino, Washington. Definitiv eine richtig coole Stadt, Kinder. Es ist so toll, dass sie diese gelben Fahrräder an alle ausleihen. Und zwar kostenlos. Das ist klasse. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Alles klar, bis demnächst. Bye, bye. Bloß kommt alle her, lernen ist nicht schwer.